Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitung Panorama. Heute von Mathe mit diesen Themen. Swiss Athletics hat das 50. Jubiläum in Interlaken gefeiert und der Gelmer Stausee wird nach 90 Jahren bis auf den Grund geleert. Vorher haben wir noch eine kurze Zusammenfassung, was sonst noch im Berner Oberland passiert ist. Wegen der Unwetterschäden saniert die Gemeinde Rinkenberg die Infrastruktur. Nachdem im letzten Juni das Bachbett und auch die Böschung vom starken Regen betroffen waren, werden demnächst Unterhaltsarbeiten zur Sicherung des Geländes anfangen. Auch eine Natursteinmauer beim Moosgräbli im Bereich Gsteigbach sind stark unterspült worden und brauchen eine Sanierung. Nanda Wallis erholt sich den 7. Rang. Die Leisiger fliegt bei den Gleitschirmweltmeisterschaften im argentinischen Tucumán unter die besten 10. Jael Margalisch aus dem Wallis holt sich den 1. Platz. Edelmetall gewinnt als Schweizer Team in der Nationenwertung. Fast doppelt so viele Anrufe 2023 bei Pro Juventute. Die Schweizer Stiftung für Kinder und Jugendliche verzeichnet bis jetzt fast doppelt so viele Beratungen wegen Selbstmord wie 2019. 7 Jugendliche würden pro Tag den Kontakt zur Hotline suchen, um über Suizid zu reden. Swiss Athletics hat sein 50-jähriges Jubiläum in Interlaken gefeiert. Zum Jubiläumsfest sind auch die Schweizer Top-Lichtathleten gekommen. Jetzt, was auf das Ende dieses speziellen Sportjahr zugeht, schaut der Verband zurück, aber auch gestärkt in die Zukunft. Nora Devenisch hat mit dem Präsidenten von Swiss Athletics geredet. Christoph Seiler, 50 Jahre Swiss Athletics in Interlaken feiert er, für ihn natürlich ein Heimspiel. Ja, natürlich. Das ist eine riesige Sache für mich persönlich. Wenn man Präsident darf sein von diesem Verband, der so erfolgreich ist im Moment, wenn man all diesen Leuten auch noch ein bisschen die Heimat darf zeigen darf, ist das natürlich etwas ganz Tolles. Ein Thema war euch so ein bisschen ein Rückblick. Wie sind die Stars von heute zum Sport gekommen? Wie war das bei euch? Wie sind ihr zur Athletik gekommen? Also ich persönlich bin eigentlich relativ unspektakulär zur Leichtathletik gekommen. Ich bin in Bönigen aufgewachsen, bin durch den Brienzerseelauf infiziert worden, habe dort x-mal mitgemacht und so bin ich eigentlich ein bisschen quer in die Leichtathletik hineingerutscht, vom Laufen her auf die Bahn und so in die Leichtathletik geblieben. Wenn man einmal Leichtathletik ist man es immer. Euer Thema, das immer wieder gefallen ist, sind die Freuen im Moment. Wie will Swiss Athletics die Freuen weiterhin vorantreiben, weiterhin unterstützen? Ich glaube, auf Athletenstufe ist das eigentlich fast von selber gegeben. Ich habe gehört, dass, ja, dass man immer ein Vorbild braucht. Und Meiji haben heute eine unglaubliche Auswahl an Vorbildern bei unseren aktuellen Athletinnen und Athleten. Vor allem bei den Athletinnen. Und dort muss man sich keine Gedanken machen. Unsere Aufgabe als Verband ist natürlich, dass wir auch Verbandsfunktionäre und Trainer finden. Und Trainerinnen finden vor allem. Und dort sind wir bei den Frauen schon noch ein bisschen im Hintertreffen. Es darf noch ein bisschen mehr sein in Zukunft. Der Gelmer Stausee feiert zwar kein Jubiläum, hat aber gleich eine beachtliche Jahreszahl auf dem Rücken. Der Stausee wird nach 90 Jahren zum ersten Mal bis auf den Grund geleert. Das will KWO jetzt mit Revisionsarbeiten anfangen. Der Projektleiter Markus Kost erklärt die Hintergründe und welche Herausforderungen das auf die Winterbaustelle zukommen. Die Hauptherausforderung an dieser Baustelle ist, dass es eine Winterbaustelle ist, eben auf dieser Höhe, also auf 1800 Meter oben. Das wird dick eingeschneit sein hier oben. Die Leute dünnt im Wärterhaus übernachten. Die werden am Montagmorgen aufgeflogen und am Freitagnachmittag wieder ins Tal geflogen. Wir haben einen Koch im Wärterhaus, der für die mindestens 8 Leute, die immer hier oben wären, für die Verpflegung sorgt. Dann ist natürlich auch die Logistik für die Verpflegung eine Herausforderung. In der Wasserkraft ist eigentlich das Hauptproblem immer Korrosion. Darum tut man ja Korrosionsschutz drauf, also als Beschichten. Und wenn der beschädigt wird, dann wird der Stahl angefressen. Und einerseits geht es darum, den Korrosionsschutz eben wieder zu erneuern, dass er seine Schutzfunktion wahrnehmen kann. Und auf der anderen Seite natürlich dort, wo Beschädigungen waren, überprüfen, ob der Stahl schon Schaden genommen hat und das Zeug auflicken. Dort sehen wir eigentlich den Rechen, das Einlaufbauwerk, mit dem Rechen, wo das Wasser auf den Druckschacht
zuläuft oder einfließt, wo dann schlussendlich in der Handeckgonde auf die Turbine geht. Nachher kommt eine Zulaufstolle von etwa 150 Meter. Dann kommt die Revisionsschütze. Dort wissen wir, dass die Führungen stark korrodiert sind. Die wird man ersetzen. Nachher kommt eine Panzerung bis zur Drosselklappe. Und die ist eigentlich dazu da, Dichtigkeit zu gewährleisten gegenüber dem Fels, weil wir ja den See aufgestaut haben, dass das Wasser nicht aus dem im Hang rauskommt. Und als letztes kommt dann noch die Drosselklappe, die Sicherheitsdrosselklappe. Das ist ja das Notorgan, wenn irgendetwas wäre am Druckschacht. Die tut man zerlegen, nachher tut man alles rissprüfen. Wenn es in Ordnung ist, Korrosionsschutz alles wieder in die Ordnung bringen und wieder zusammenbauen, sodass man wieder sauber in Betrieb gehen kann. Wenn man einen Stausee absenkt, ist die grosse Herausforderung das Sediment, das am Boden liegt. Die Gefahr ist einfach, dass man zu viel von denen ausspült und schlussendlich die Gewässer im Tal unten beeinträchtigt. Und für das haben wir ein ganz klares Entleerungsregime. Also wir haben zum Beispiel Fisch umgesiedelt, in Aare, dort, wo das Gelmerwasser reinkommt in einem gewissen Bereich. Und dass die Fische, die im Gelmersee oben sind, nicht rausgespült werden, wird auch noch eine Fischscheuchanlage eingebaut, dass die eigentlich gar nicht in diesen Bereich hineinkommen. Es ist jedes Projekt wieder anders. Jedes Projekt hat seine eigenen Herausforderungen. Man weiß natürlich nicht, was vorkommt schlussendlich, dass man dann auch dort die richtigen Entscheide fällt, damit wir möglichst in diesen 5 Monaten wieder in Betrieb gehen können. Damit ihr die richtige Entscheidung trefft, was ihr in den nächsten Tagen anlegen wollt, verraten euch Kollegen von Meteo News gerade im Anschluss, wie das Wetter wird. Das wäre es mit den Nachrichten für heute. Wir freuen uns, euch dann morgen wieder beim Jungfrau-Zeitung Panorama zu begrüßen. Merci fürs Hineinschauen und einen schönen Hinweg miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen und grüße Sie heute vor Lenk, wo man heute wie fast im ganzen Oberland recht viel Sonne hat dürfen geniessen. Ja, unser Land befindet sich zurzeit zwischen einem Tief über dem Mittelmeer und einer Hochdruckbrücke, die sich vom Atlantik bis nach Russland erstreckt. Morgen Morgen starten wir in der Region Richtung Aaretal und auch an den Seen mit Hochnebel mit einer Obergrenze von rund 1300 Meter im Tag. In der Höhe hingegen dort strahlen die Sonne schon morgen und wir messen zum Aufstehen Wert zwischen 1 bis 2 Grad in den Bergen und um die 4 Grad in den tieferen Lagen. Auf den Nachmittag hier wird sich der Hochnebel am Thuner und Brienzersee kaum auflockern können. In den Bergen hingegen erwartet uns ein sonniger Nachmittag mit höchstens ein paar durchziehenden Wolkenfeldern, die der Sonne könnten, am Himmel Gesellschaft leisten. Dazu messen wir im Oberland mit nur wenig Wind Wert von um die 5 bis maximal 7 Grad. Für den Mittwoch erwarten wir hochnebelartige Bewölkung, die kaum sich kaum auflockern wird. Es geht ein schwacher Westwind und auf den Donnerstag gibt es dann einen Mix aus Hochnebelwolken und auch ein bisschen Sonne. Für den Freitag und den Samstag erwarten wir Nebel bis auf rund 700 Meter. Der Nebel sollte sich tagsüber zumindest teilweise auflockern oder auflösen. Über dem Nebel dort scheint weiterhin die Sonne. Aber am Sonntag ist im Moment noch ein bisschen unsicher, wie es weitergeht mit dem Wetter. Aber wir halten sie auf jeden Fall auf dem Laufenden. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Abend. Alles Liebe, bis gleich wieder. Ade miteinander.